Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario 3D World. Wir gehen ins Spiel. Letzte Folge haben wir das Spiel offiziell beendet mit den Credits. Und jetzt ist da irgendein Stein aufgetaucht in der ersten Welt. Keine Ahnung, eigentlich ist das Spiel vorbei, also verstehe ich auch nicht. Ob es jetzt weitergeht, sehen wir jetzt. Wenn nicht, dann war es das quasi auch schon vor dem Part. Also die Feen machen da irgendwas. Eine Rakete. Eine Rakete? Also wahrscheinlich einfach nur oben, da ist so eine Statue so und dann war es das wahrscheinlich. Wo geht's lang? Genau. Naja, das war es jetzt schon viel. Wohin, Nico? Es können keine neuen Level kommen. Okay, Mario 3D World Rakete, das ist auch sehr ungewohnt. Eigentlich ist Mario schon für realistische Sachen bekannt. Sind wir etwa Weltall? Im Weltall? Könnte man fast vermuten, ja. Nun steht eine neue Welt offen. Eine neue Ja, und was ist da? Da gibt's Level? Nein. Kann nicht sein. Nein, stopp. Das Spiel ist zu Ende. Hallo, geht nicht. Ich dachte, das Spiel wäre zu Ende. Ich schreibe den Entwicklern. So den Japanern. Recht schwer da. Also, das ist hier eine neue Welt. Du hast weniger Level für mein Geld. Noch weiter. Jetzt kommen die Bonuswelten. Und da sind viele Level, glaube ich, einfach Remakes vom normalen Spiel, die, ich glaube sogar alle? Sind sehr viele Remakes und halt in schwerer. Nee, doch nicht alle einfach. Das zum Beispiel nicht. Aber ja, da kommen teilweise dann etwas schwere Level. Und hier beginnt der Spaß. Hier habe ich am meisten Bock drauf. Und hier kommen halt wirklich die Challenges. Nice! Erstmal die Katzen nehmen sie. Hier wichtig, dass man auch miteinander spielt und nicht gegeneinander. Also zum Beispiel so. Genau so. So, Da musst du sterben. Nee, also hier muss man definitiv zusammenarbeiten. Wir haben noch keinen Stern und keinen Sticker. Hier gibt es natürlich weiterhin auch Sticker und Sterne. Das gehört noch zu 100%. Okay. Wie random. Meine letzte Folge. Stopp. Oh. Zwei? Willst du beide machen? Ich hoffe, man kann die. Man muss die nacheinander machen. Ich mach beide. Du machst gar nichts, wenn du verstehst. So, wo kommt die hin? Okay. Schau mal, easy. Kommt die jetzt von rechts wahrscheinlich, ne? Ja. Warte. Okay. Ah, ich verstehe. Das ist ein bisschen schwer hier am Ende. Nein. Die ist eigentlich schon in die andere Richtung abgedriftet. Okay, das war Gott sei Dank der erste Stern. Nämlich Leute, wegen dem 100% Display nimmt es nicht ernst. Eigentlich müsste ich 99 nennen, weil Champions World machen wir nicht. Ich hab nichts Zeit. Stopp. Lassie? Lassie! Heute Abend gibt's Lassie auf dem Grill. Ja. Hier hinter dir? Okay. Na gut. So, hier bitte nicht gegen mich lenken, sondern mit mir. Da rechts ist das Stempel. Das hat man erst ganz spät gesehen. Sehr fies. Kann man dazu? Jetzt? Nee, ne? Das ist schon unsichtbar geworden. Komm mit. Ja? Nee. Oh, Scheiße! Okay, dann müssen wir das Level nochmal machen. Ein Flag, was? Wir hatten schon nichts. Oh. Ja? Wo hat man hier ein Feuer bekommen? Scheiße. Hä? Och Mann! Nein, das geht nicht los. Du gehst gleich los. Boah, ich schwöre, das wird so älter sein, die nächste Folge. Folgen. Jetzt beginnt das Ernst, der Ernst des Marios. Ei. Überleben! Ein Bock. Wäre ich natürlich die Ziegenhändler komplett. Das ist schon schwer ohne Katze. Ja! Okay. So, das ist die einzige schwere Stelle im Spiel hier. Im Level. Nein! Komm her! Unverliebt. Scheiß Perspektive, Mann. Das Ding ist, wenn ich halt sterbe, dann. Also, es geht halt einfach nicht. So, wenn ich einen Fehler mache, macht's ja auch. Wenn wir gleichzeitig abspringen. Jeder kann das selber steuern. Also, ein Leben. Okay, ich hoffe, wir gehen Game Over. Okay, so. Beide klein. Was kann ich werden?
Ja? Was? Ich bin... Mutter! Okay, komm. Hier muss das hier eine Timing-Sache auch, weil hier muss man, glaube ich, aufgejumpen. Boah, Digga, das ist schon schwer. Boah, okay. So, wir sind Game Over. Bleib sitzen. So, wir gehen jetzt in die Welt 1 und gucken, dass wir eine Feuerblume holen. Ja, hier ist kein sowas. Junge, wo ist ein scheiß Torthaus? So, Leute, wir sehen uns zu dem Feuerding. So, wir sind bei den Fackeln. Erstmal Bild. Eins. Zwei. Sie wollte mich nicht an. Ey! So, mal gucken, was das jetzt ist. Wie ist sowas? Okay. Ah, Link. Schwer, ne? Weil wir dürfen nicht runterfallen. Hat, glaube ich, nur eine Chance. Ich will so die Ränder. Das ist voll stressig, weil ich will nicht runterfallen. Ich will das nicht. Und diese Knochen trocken. Die sind mir zu trocken. Und zu knochig. Komm mit. Komm mit, eh. Ich würde hier nicht rennen. Ich laufe nicht. Mann, ich wollte doch hoch. Mann! Muss mich nicht mehr nachlaufen, ey. Ein Blick. Okay, Link. Das ist dann der zweite Stern. Den letzten hatten wir schon. Das war München, waren das. Dann haben wir alles. Dann müssen wir es nur noch beenden. Okay. Aber am Ende, die Sprünge, die sind sehr schwer. Sehr getrennt. Warum haben wir einfach was? Wir haben irgendeinen nicht gut genommen. Warum auch immer. Sehr gut. Okay. Dann beenden wir das. Ah, das tut so weh, Mann. So, sonst wird hier schon der goldene Tanuki. Beziehungsweise nicht mir, sondern der Antonia. Wir haben aber... Ja, alles bis auf... Hauptsache, wir haben das mit dem Feuerding. So, das Ding ist, wir haben weder Tanuki noch Katze. Und das ist halt jetzt hier wirklich nervig. Das ist wirklich schwer. Oh, unglaublich. Aber du musst auch sterben, wenn ich sterbe. Krass. Wir sind wieder an der besagten wunderschönen Stelle. Also muss man einen Zug machen eigentlich. Warte mal. Ja. Warte lieber noch. Das kann man halt nicht getimt. Ja, lieber gar nicht. Lieber gar nicht. Okay, nur noch dieser eine Sprung. Der ist der schwerste. Der ist. Wo fliege ich denn da hin? Ich fliege nach rechts. Warum fliege ich nicht automatisch geradeaus? Wir werden safe nochmal gehen, oder? So, hier. Bleib da. Ich versuche mit der Blase mich nicht so nicht mehr aufzuschwingen. Nein. Du wirst es nicht schaffen. Nein. So. So, und jetzt. Muss ich noch weiter links hin? Ich weiß nicht. Ich springe jetzt mal ganz hart, vielleicht komme ich. Ich weiß nicht, wo der hinspringt. Das macht keinen Sinn, wo der hinspringt. Der springt nach rechts, aber ich lenke ja nicht. Warte, nicht lenken. 3, 2, 1, jetzt. Okay, ich bin links. Diesmal muss es klappen. Ich lenke nicht. Ja, aber nach vorne muss ich lenken. Sonst bin ich nicht weiter. So, Game Over. Ja! Und damit müssen wir auch eine neue Feuerblume holen. Tanuki ist super wichtig. Mit Tanuki können wir es schaffen. Das ist selber. Alter, ich kann nicht mehr, wirklich. Warum sammelt der die denn nicht ein? Das ist so ein langes Level. Das ist das perfekte Flusslevel. Wenn wir jetzt nochmal irgendwas failen, nochmal alles machen müssen, ich breche die Folge ab. Ich kann das nicht. Ich schlag hier gleich alles drin. So, wir sind wieder bei diesen Kacksprüngen. Bei den zwei... Fuck. Nee, drei... Was auch immer. Scheißsprüngen. So, ich nehme jetzt den Tanuki. Ich habe ihm den aufgespart.
Und mit dem darf ich es nicht verkacken. Ich weiß es nicht. Nein, das nicht. Aber hör auf zu klingeln, wer klingelt denn da jetzt? Und hör auf zu sterben so unnötig. Es ist unglaublich, was hier für eine Scheiße passiert, wirklich. Das ist unfassbar. Und jetzt springe ich auf die Gegner, damit ich da nicht landen kann. Bleib da, noch nicht weiter. Habe ich meine Tanuki völlig sinnlos verschwendet. So, stopp. Jetzt mal nichts. Jetzt. Ja, und dieser Sprung, den verstehe ich nicht. Ich lenke nach vorne und links. Ja. Boah, ein Aids-Sprung. Der ist aus der Hölle, dieser Sprung. Boah, ich will einfach nur... Ich will einfach nur sterben. Wir haben alles, okay. Ich bin... Aber das ist auch keine Befriedigung, jetzt, dass wir es geschafft haben. Das ist einfach nur Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das schneiden soll, aber... Aber ich glaube, so hart geht es nicht weiter. Ich glaube, das ist einfach nur... Die wollen einen verarschen hier. Du, ich hoffe es. Nee, die wollen einen verarschen. Komplett. So, jetzt haben wir ein Level in einer Folge geschafft. Ich glaube, das war's auch schon. Guck gleich mal, wie lange die Folge ist. Also, für mich würde es jetzt erst für die nächsten zwei Wochen reichen. Jetzt kommen diese Drehflöcke. Okay, es geht geil weiter. So, ich habe gerade geguckt, Zeit für ein Level ist noch da, je nachdem wie schwer es ist. Aber das kann nicht so schwer sein, wir machen das auf jeden Fall noch, das Level. Also eben auch nicht springen, sondern nur laufen? Nachdem, ob man runterfällt oder nicht. Machen, ne? Ja genau, hier sind die Mario Galaxy Gegner. Das erste Mal im Spiel. Dieses Spiel ist ja jetzt hier am Ende ein bisschen von Galaxy inspiriert. Hier muss man viel mit dem Long Jump machen. Warum ist da kein Item? Auf jeden Fall hier bei den umgedrehten Plattformen sind manchmal eben Sterne. Die man mal aufpassen. Ach komm! Stark. Da links muss ein Item sein. Und diese kleinen Basten da, die nerven mich. Ah, jetzt. Da muss man eine Stampe machen. Das ist schwer. Geh erstmal safe. Warte. Erstmal Item in. Da. Und man kommt ja auch kein Item. So, komm ich. Die Kamera. Okay. Wissen wir ja noch? So, du machst nichts, ich gehe. Du Bastard! Du kleiner. Ey, was macht der? Der hat den Block zerstört. Was ein Arsch. Nee, ist so schwer. Warum zerstört dieser Bastard den Block? Oh, dieser Inzestler! Schon wieder hat er mich getroffen. Stirb! Und du lässt dich treffen wie so ein Arsch. Du bist aber auch scheiße. Du bist noch immer. Nein, du musst dich auch nicht günstig aufregen. Das war klar, dass du sprichst. Ja, der Bildschirm. Ja, da hab ich hingespuckt. Juckt keinen. Wen juckt das, was er hingespuckt hat? Ich juck spätestens, wenn ich auf dein Gesicht spuck. Dann juckt mein Gesicht. Ja, hör auf weg. Na gut, dann lauf halt weg und stirb. Spring. Geh einfach zur Seite. Digga, du hast hier Platz. Geh doch einfach zur Seite. Wirklich. Dumm. Auf zu rutschen. So, ich mach das jetzt hier. Hochkant. Das muss man sogar hochkant holen. Oder beim Drehen. Okay. Dieser kleine. Was ist denn das für ein der Typ? Hä, warum macht der denn sowas? Da sind auf einer Seite zwei und auf der anderen Seite nochmal einer. Was ist denn das? Wir müssen ja so killen, okay. Was ist das für ein asozialer Scheiß schon wieder? Jetzt drehen sie komplett durch. Ich habe das gar nicht so schwer in Erinnerung. Ich glaube, allein ist es auch nicht so schwer, aber. Das ist ja asozial. Das ist ja wirklich die pure Hölle. Oh. Also. So, erstmal den killen. Alle killen. Warten, da dreht sich's doch, Antonio. Den killen. Weiter, safe erstmal. Okay, warten. So, du bist klein, theoretisch wäre es schlau, aber das schaffst du nicht.
Von daher muss ich machen. Du bleibst da bestehen. Erstmal den komischen Kopf da oben. Komm her, du. So, ich mach das. Du bleibst hier stehen. Bisschen vor noch. Digga, nicht zu mir! Neben dir ist auch noch Platz. So, bleib da. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Und wir kommen hier kein Item. Nichts, Tanuki, Katze, nichts. Willst du mich verarschen? Das kannst du dir nicht vorstellen. Warte doch bitte. Ey, du bist so, wenn du jetzt stirbst, du bist ein so großes Stück Scheiße, wirklich. Du wartest nicht und stirbst dann. Also das ist halt so dumm. Mein Gott, wirklich. Wir gehen dieses Game over. So, das hast du verdient. Ja, komm, was machst denn du? So kann man das nicht schaffen. So werden wir das Spiel nicht schaffen. Wenn du so spielst. Okay, aber nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Lass mal checken. Oder im nächsten. Ja. Aber das müssen wir timen da hinten. Ah, nee, da ist die Box. Das müssen wir auch timen. Also jetzt. Jetzt bei dem. Weil da müssen wir in der Luft, während sich dreht, irgendwie springen. Das ist schwer. Wie soll das gehen? Ey, krass. Ja. Und dann sowas. Ja. Alter, ich hab gerade ausgelenkt. Warum? Nein. Warum fliegt du hast nach gesehen, rechts? Dass du nach rechts geschaut hast. Mama, muss die Augen. Ja, hab ich gesehen. Wahrscheinlich, weil du da gerade runtergeflogen bist. Nein, wenn du da nicht lenken kannst, dann bist du selber schuld. Das, man sieht, wo man hinspringt. Je nachdem, wo man hinguckt, wo man ist. So, wir sind jetzt da, wo wir nicht waren. Wir haben endlich die Fahnenstange und wieder neuen Leben. Das Neue müssen wir es schaffen. Ja, mit Peaches ist natürlich eigentlich in der Theorie sehr viel einfacher, weil du natürlich spielen kannst. Aber. Hier oben ist das auch. Oben links. Erstmal hier vielleicht Alten machen. Nein, die gar nicht. Nein, also, erstmal hoch. Da links. Boah, was ist das denn? Erstmal die killen die Buster, damit die uns hier nicht nerven. Doch, da ist was. Da ist noch hoch. Komm hoch da. So, wie soll das gehen? Katze wahrscheinlich, ne? Ja, muss ja Katze. Oh, Mann. Was ist denn mit denen? Ja, man braucht Katze. Push mich mal. Was das bringt, ob man da. Denkst du, es geht irgendwie? Denkst du, das muss irgendwie schaffen können? Und du mit Schweben vielleicht, ne? Und braucht die Katze. Das ist doch eine Verarsche hier. Wirklich, das ist eine Verarsche. Ich verlange jetzt ernsthaft, dass man eine Katze hat. Das ist unglaublich. Wir gucken mal da links, weil da wollte ich noch nicht, aber ich weiß nicht, vielleicht ist da ja eine Katze. Hier unten. Oder ganz schweben, wir gehen mal da runter. Einfach runter. Ganz links. Schleimvertacker. Unglaublich. Die wollen jetzt hier wirklich auch wieder, dass man einfach irgendwo random eine Katze hat. Unglaublich. Wir brauchen immer noch einen Sticker und ein. Okay, da unten ist der Stern. Du wartest da? Ne, geh weiter, aber versuch hinten bei der Box. Nicht in die Box. Zur Plattform, aber nicht in die Box. Ja, aber nicht in die Box, nicht in die Box. Stopp! Bleib da, bleib da, bleib da. Okay. Dann muss ich mich auf jeden Fall. Ja, bleib da, bleib da. Ich sterbe jetzt für den Stern.
Ja, jetzt geh rein, geh rein. Ich finde, ich gucke keine Stelle, ist egal. Boah, knapp. Hier, das ist Rosalina. Kriegen wir die hier noch? Das wäre eine Lösung. Das wäre eine super schöne Lösung. Oh, 30. Alter, was ist das denn für eine AIDS-Scheiße schon wieder? Ey, das ist so krass. Und da ist die Sternwarte von Galaxy, das ist natürlich nice. Ey, ich weiß nicht, ob die nächste Folge auch so schlimm werden, aber das ist ja wirklich, das grenzt an Folter. Jetzt muss ich eine Katze holen. Aber jetzt bekommen wir, glaube ich, Rosalina, weil die war ja nicht umsonst da. Ja. Jetzt haben wir Rosalina freigeschaltet. Die werde ich ab jetzt immer spielen. Wollen wir jetzt abwechseln mit der? Ja, du weißt, Rosalina deutlich besser ist, ne? Dann werde ich ja jetzt das Rosalina spielen. So, wir brauchen aber jetzt noch eine Katze. Vielleicht lasse ich die Folge sogar uncut. Das ist vielleicht gar nicht so unspannend. Genau. No. Ich weiß echt nicht, wie ich das schneiden soll. Was ist das denn für eine Massenkombo? So, wir sind an dem Ding mit dem Sticker. Jetzt glaube ich mir die Katze. Und geh hoch. Wieder ein asozialer Direktstempel. So, wir sehen uns auf der Map. Zur Abmoderation. So, das war's von der Folge. Ich kann nicht mehr. Ich entschuldige mich für alles, was hier gesagt wurde. Es ist einfach eine... Bei den Zuschauern, aber nicht bei mir, oder? Nein. Es ist eine emotionale Katastrophe. Jetzt haben wir Rosalina. Das heißt, in der nächsten Folge seht ihr Rosalina mit ihrem Movement. Die ist natürlich leichter mit ihr, mit der Drehattacke. Das waren sehr schwere Geburten. Wahrscheinlich eine sehr lange Folge, Leute. Ich hoffe, es geht nicht so weiter. Wenn doch, dann wird es schlimm. Es hat wirklich kaum Spaß gemacht, diese Folge. Wahnsinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.